Intel Kaby Lake, endlich krasse Spielepower auch für Notebooks. In den nächsten 10 Jahren werden wir den Mars besiedeln, so die Pläne. Und ein C64C, der schon seit 25 Jahren seine treuen Dienste verrichtet. Das und mehr jetzt bei Techer Weekly Nummer 58. Erst einmal vielen Dank für eure zahlreichen und vor allem positiven Kommentare zu unserem neuen Intro. Das hat unseren Christian extrem gefreut. Und uns auch natürlich. Ja, absolut. Naja, nun aber zu unserem ersten Thema. Intels neue CPU-Generation Kaby Lake ist da und wir haben sie getestet. Takis? Ja, es ist die 7. Generation der Intel CPUs und vorerst nur für Notebooks verfügbar. Für PCs kommen sie erst später, 2017. Aktuell erhält man sie allerdings für Notebooks, also flache Geräte, 2-in-1 Geräte und natürlich auch Mini-PCs. Ja, und wir haben die CPU- und 3D-Leistungen gemessen und dabei auch Schwächen genauso wie Stärken herausgefunden. Ja, weil das soll nämlich auch die Stärke der Kaby Lake CPUs sein. Man kennt das Problem Notebooks mit der Grafikpower, da ist das halt nicht immer so ein tolles Ding, also wenn man möglichst viel PS haben möchte bei aktuellen Spielen. Und da haben wir natürlich jetzt bei dem Test das Hauptaugenmerk drauf gelegt. Wir hatten als Testgerät ein Tuxedo-Gerät zur Verfügung und in dem Gerät steckte ein Core i7-7500U, der mit 2,7 GHz getaktet ist und über Turbo Boost dann auf 3,5 GHz hochtakten kann. Ja, und der Test hat gezeigt, die CPU-Leistung ist zunächst einmal vergleichbar mit der von den Skylake-CPUs, aber die Grafikleistung liegt bei 30% besser, zumindest im Benchmark 3D-Mark. Und ja, und man hat auch 5 Bilder pro Sekunde mehr, also immerhin. Das ist aber eigentlich auch der richtige Weg so für diese Mobilgeräte, die ja eher gedacht sind, unterwegs zu sein und dann damit ein bisschen zu arbeiten und weniger für krasse Zocker, die jetzt richtig die neuesten Spiele spielen wollen, sondern eher halt eben für Gelegenheitsspieler oder klassische Multimedia-Anwendungen. Genau, Videobearbeitung, Bilderbearbeitung und alles, was man so rechenintensives Zeug, sage ich mal, auf dem Rechner so erledigen muss. Der Test hat aber letztendlich auch gezeigt, dass es derzeit keinen Grund gibt, auf ein Notebook mit Kaby Lake, also mit mobiler Kaby Lake CPU umzusteigen, wenn man schon einen mobilen Rechner mit einer Broadwell oder einer Skylake CPU besitzt. Also es lohnt sich eher, wenn man so ein älteres Notebook besitzt, das schon so 3-5 Jahre alt ist, dann lohnt sich der Umstieg schon eher, weil dann spürt man die Leistungssteigerung doch dann, ja, mehr, extrem mehr. DJI hat eine neue Kameradrohne vorgestellt, und zwar die Mavic Pro. Ja, und genau mit der verfolgt DJI ein ähnliches Konzept wie GoPro mit der Karma. Und zwar ist die Drohne einklappbar, sie ist kompakt gebaut und damit eben auch leicht zu transportieren. Und das heißt, du kannst sie einfach in den Rucksack packen und dann eben mit auf Reisen nehmen. Und dafür ist sie ziemlich gut geeignet. Außerdem hat sie viele Sensoren von der Phantom oder von dem Phantom 4, wie man ja hierzulande sagt. Es gibt eine 4K-Kamera mit 30 Bildern pro Sekunde. Du kannst also richtig gute Videoaufnahmen machen und auch gute Fotos. Und der Controller zur Kamera, beziehungsweise die Daten werden bis zu 7 Kilometer übertragen. Das heißt, du kannst auch noch Videos mit Full HD beziehungsweise HD über 7 Kilometern auf dem Smartphone empfangen, das du an den Controller angeschlossen hast. Eine Flugzeit gibt DJI mit 27 Minuten an, das ist auch recht ordentlich und steuerbar, wie gesagt, mit dem Controller oder einem Smartphone oder eben beiden zusammen. Wenn ihr euch fragt, wer eine Drohne mit in den Urlaub nimmt, aber es gibt ich auch mein, die macht ziemlich coole Aufnahmen. Ja, ja, nee, aber Spaß. Du hast mal eine Drohne echt in Urlaub mitgenommen, ja, oder dann noch immer da geflogen, die 27 Minuten. Also auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Aber man sieht, es ist durchaus machbar. Die Mavic Pro hat übrigens auch einen Sportmodus und da fliegt sie 64,8 Kilometer schnell. Also ziemlich zügig. Außerdem unterstützt auch dieses Modell die Active Track Technologie. Da kann man ein Objekt oder eine Person mit der Drohne automatisch verfolgen lassen, ohne dass diese Person oder dieses Objekt irgendeinen Tracker benötigt. Und die Drohne weicht dann automatisch allen Hindernissen aus. Ja, was wissen wir über Markt und Marktstart und Preis? Ja, also aktuell ist die Drohne im eigenen DJI Online-Shop schon vorbestellbar. Ab Mitte Oktober wird sie dann eben ausgeliefert und ist dann auch im freien Handel verfügbar. Preis 1.200 €. Das ist nicht gerade wenig, aber es ist günstiger als der Phantom 4. Und die Technik ist halt fast gleich
Und dafür ist es eigentlich wieder ganz gut. Ne? Aber preislich auf dem Niveau der Karma, über die wir letzte Woche genau an dieser Stelle geredet haben, die kostet nämlich mit Kamera, mit der neuen GoPro Hero 5, auch 1.199 €, wird ungefähr 4. Oktober, oder? Anfang Oktober auch ausgeliefert. Wird spannend, der Vergleich. Elon Musk, Gründer von PayPal und SpaceX, möchte den Mars besiedeln. Das innerhalb der nächsten 10 Jahre. Ja, und vor allen Dingen Elon Musk kennt man auch von Tesla. Also das ist ein Milliardär, der so viele Pläne hat. Der zu viel Geld hat, ne? Und viele Pläne hat. Also ich meine, den Plan zum Mars zu fliegen hat er ja schon länger. Jetzt hat er konkret verraten, beziehungsweise ein Konzept vorgestellt, wie das Ganze funktionieren soll. Seine Begründung lautet, irgendwann müssen die Menschen eine Entscheidung treffen. Entweder sie bleiben auf der Erde, es kommt eine Naturkatastrophe und wir werden ausgelöscht. Oder wir fangen damit an, den Weltraum zu bevölkern, also uns zu verteilen. Und deswegen ist sein Argument, müssen wir so früh wie möglich anfangen. Das ist mit der momentanen Technik allerdings noch viel zu teuer. 10 Milliarden US-Dollar, hieß es bei der Präsentation von Elon Musk, würde es mit der aktuellen Technik kosten, eine Person zum Mars zu befördern. Und mit seinen Plänen von SpaceX soll es alles runter reduziert werden auf 150.000 Dollar. Auf 100.000 sogar? Später. Erstmal 150, ungefähr. Erstmal 200.000. Ja, lass uns jetzt nicht über die Peanuts streiten. Um den Dreh, also wenn man das Taschengeld hat. Also zunächst 125.000 US-Dollar und dann später soll der Preis noch weiter gedrosselt werden. Also es soll halt bezahlbar werden. Ja, und pro Reise sollen am Anfang 100 Menschen mitfliegen können und dann später will man das auch noch steigern auf bis zu 200 Menschen und dann soll es eine Raumschiffflotte geben und irgendwann ganz viele Menschen, 1 Million Menschen sollen innerhalb der nächsten 100 Jahre auf dem Mars leben. Ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel, wie man ja so schön sagt. Gib uns noch ein paar Fakten darüber, wie er diesen Plan genau umsetzen möchte, also wie er den Preis reduzieren möchte und wie die Menschen denn auf den Mars gelangen. Ja, mit einer wiederverwertbaren Rakete, beziehungsweise einer Rakete, die zunächst hochstartet in den Orbit, dann wieder runter kann zur Erde. Damit experimentiert ja SpaceX schon länger. Dadurch sollen die Kosten reduziert werden. Der allererste Flug, der ungefähr 2025 stattfinden soll, soll so ablaufen, dass die Rakete zunächst das Raumschiff in den Orbit befördert, ziemlich günstig. Dort verharrt das Raumschiff im Orbit. Dann landet die Rakete wieder auf der Erde. Die Tanks werden mit Treibstoff befüllt. Sie startet, füllt den Treibstoff Tanks des Raumschiffs und so weiter und dadurch werden die Kosten letztendlich reduziert, weil das Raumschiff und so weiter kann mit weniger Gewicht erstmal in den Orbit starten und dann soll irgendwann, wenn die Treibstofftanks voll sind, das Raumschiff mit den ersten Pionieren zum Mars fliegen. Das soll, 80 Tage, glaube ich, zunächst 150 Tage, später soll sich das noch weiter reduzieren. Auf bis zu 30 Tage sogar, das geht schnell. Ja, und der Clou ist, später, wenn das Raumschiff die Menschen auf die Erde gebracht hat, auf den Mars gebracht hat und die alles ausgeladen haben, so was man so an 450 Tonnen bei sich hat, was man so braucht in den ersten Tagen auf dem Mars, fliegt das Raumschiff mit einer Crew wieder zurück zur Erde. Allerdings landet sie dort nicht, sondern wartet auf dem Orbit auf die neuen Passagiere. Das heißt, die Crew ist immer nur unterwegs. Also ist es im Grunde das Raumschiff eine Art Taxi zwischen Mars und Erde? Also irgendwie gefällt mir der Gedanke. Ja, zunächst erstmal eins und wenn dann viele mitmachen, dann werden es halt zwei, drei und irgendwann soll es eine ganze Flotte werden. Allerdings sagt Musk selber, also die allerersten, die so um 2025 starten werden, sollten bereit sein zu sterben, weil es kann dann doch am Anfang ziemlich viel schief gehen. Es bleiben auf jeden Fall noch viele Fragen offen, ob das Projekt startet und wenn ja, wann. Das Projekt ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also er hat auch noch nicht verraten, wie die sich dort genauer nähern sollen, also wie das alles ablaufen soll. Also da wird man sich jetzt die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich den Kopf zerbrechen. Würdest du zum Mars fliegen? Ja. Ja, dann sammeln wir mal schon mal das Geld. Ist ja nicht so teuer. Freut uns. In einer polnischen Autowerkstatt läuft seit 25 Jahren ein Commodore C64C. Das zeigt, es muss nicht immer die aktuellste Technik sein. Genau steht dieser Computer, dieser C64C, in Danzig in einer Autowerkstatt und die benutzen diesen Rechner, da haben sie eine Software für Antriebswellenberechnungen. Die nutzen sie seit 25 Jahren, hat auch schon Wasserschaden hinter sich gehabt und überlebt auch. Und man sieht, der ist ein bisschen angegriffen und könnte auch mal ein bisschen sauber gemacht werden.
Aber hey, der läuft noch. Was soll's? Welche Werkstatt ist sauber, Tag ist? Ja, aber den Kleinen könnte man noch ein bisschen pflegen, oder? Oh. Ja. Ja, lustig ist auf jeden Fall auch, dass laut eines Kommentars die Auktionspreise für einen Commodore aktuell in Polen nach oben gehen. Also wenn ihr einen habt und ihr in Polen wohnt, verkauft ihn doch einfach. Das war's mit unseren Hauptthemen der Woche. Kommen wir nun zu unseren Quick News. Tag ist los. O2 verfolgt offenbar wieder die Pläne, die Bewegungsdaten seiner Kunden zu verkaufen. Das Unternehmen betont aber, dass es dabei auf die Anonymität seiner Kunden achten will. Facebook hat im August 2016 rund 100.000 Hassbotschaften gelöscht. Und trotzdem kam Kritik auf, denn Facebook reagiere nur selten auf Nutzerbeschwerden. Der Blog des bekannten Sicherheitsexperten Brian Krebs ist kürzlich Opfer der größten DOS-Attacke aller Zeiten geworden. Seine Seite wurde mit 665 Gigabit pro Sekunde bombardiert und der Hoster strich letztendlich die Segel und die Seite war offline. Schließlich konnte Google mit dem Projekt Shield die Seite wieder online kriegen. Heidi Klum ist die gefährlichste Prominente im deutschen Internet. Warum ist das so? Ganz einfach, denn sucht man nach Heidi Klum, ist die Wahrscheinlichkeit bei 12% und damit relativ hoch, dass sie auf eine schädliche Webseite gelangt. Eine unter Windows 8 sehr beliebte Funktion feiert ein Comeback unter Windows 10, und zwar OneDrive Platzhalter kehrt zurück unter neuem Namen On Demand. Sync wird das dann heißen, wahrscheinlich aber erst mit dem Redstone 2 Update im Frühjahr 2017. Das Ziel von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ist ein flächendeckendes 5G-Netz in ganz Deutschland bis 2025. 5G gleich 20 Gigabit pro Sekunde. Genug der Quick News, alle ausführlichen Infos dazu wie immer in der Videobeschreibung. Wir legen jetzt los mit dem Fail der Woche. Der Fail der Woche geht an die, die auf eine fiese iPhone 7 mach dir deine eigene Audiobox-Anleitung auf YouTube reingefallen sind. Weil genau das verspricht nämlich ein Video, das auf YouTube kursiert, in dem einfach demonstriert wird, wie man mit besonders einfachen Mitteln das iPhone 7 wieder mit einer 3,5 mm Kopfhörer-Klinkenbuchse ausstatten kann. Ja, laut des How-To-Videos ist eben genau diese Audiobuchse wohl noch im iPhone 7 vorhanden, nur nicht freigelegt. Und ja, muss eben freigebohrt werden. Ja, da liegt halt das Gehäuse drüber. Apple hat sich gedacht, edgy badge. Im Video wird dann gezeigt, wie man mit einem Bohrer, der muss natürlich genau 3,5 mm groß sein, eben in die Seite reinbohrt. Und dann wird auch gleich nochmal demonstriert, dass man dann auch den Kopfhöreranschluss anschließen kann. Und jetzt nicht ausschalten und probieren. Also wartet, wir sind noch nicht fertig mit unserer Fail der Woche. Und dadurch kann man sich letztendlich ja die teuren Bluetooth-Kopfhörer, Lightning, was weiß ich, alles sparen und kann seinen Kopfhörer weiterverwerten. Wer zum Teufel fällt auf so einen Quatsch rein? Keine Ahnung. Also ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es viele sind. Ich hoffe es. Also es gibt das Gerücht, ja, einige, man weiß manchmal nicht, bei den Kommentaren steht drunter, oh, ich habe es gemacht und jetzt geht's nicht, blöd. Aber ich meine, das können ja auch Scherzkommentare sein. Also allerdings, manchmal weiß man ja nicht so recht, was ich so Facebook-Kommentare... Es ist alles möglich, es ist alles möglich. Also bei uns, wenn ich unsere YouTube-Kommentare durchlese von unseren Zuschauern, ist es natürlich alles immer perfekt, aber man gerät manchmal auf so Kanäle, wo man sich die Kommentare durchlässt. Naja, auf jeden Fall hat das Video 13 Millionen Aufrufe, über 100.000 Likes, glaube ich. Okay. Genau, 155.000 Likes, also so ungefähr wie viel ihr auch immer mit unseren TechUp Weekly folgen. 93.000 Dislikes. Ja, und. Das sind die, die es ausprobiert haben. Ja, man muss dazu sagen, ja, die Garantie verfällt. Und es gibt keinen Kopfhöreranschluss, aber ich finde die Idee gut, also einfach sowas mal zu machen. Aber gut, ich würde es halt nicht ausprobieren. Ja, vorher Kopf einschalten und. Ganz genau. Geht nicht. iPhone 7 hat keine Kopfhörerbox. Das war TechUp Weekly Nummer 58 mit den aus unserer Sicht spannendsten IT-Themen der Woche. TechUp Weekly jeden Freitag ab 14 Uhr auf Facebook, YouTube und Co. Meinungen und Kritik wie immer gerne in die Kommentare da unten. Lasst uns einen Daumen nach oben da und hier unten findet ihr noch weitere Videos und genau dort unten könnt ihr uns abonnieren. Macht's gut. Zum nächsten Mal. Wie ich dein Büro, wenn du zum Mars fliegst?